Kommen wir jetzt ganz schnell zum letzten Tagesordnungspunkt dieser Sitzungswoche, eine aktuelle Stunde. Es geht um den Bericht des Weltbiodiversitätsrats der Vereinten Nationen, der am Montag hier doch einige im politischen Berlin und natürlich darüber hinaus, weit darüber hinaus aufgestreckt hat. Der Rat hat in Paris einen Bericht zur Artenvielfalt veröffentlicht, der alle Alarmglocken bei Leuten lassen müsste. Danach steigt die Zahl der Arten, die von der Erde verschwunden sind, mit erschreckender Geschwindigkeit. Die Grünen haben diese Aktuelle Stunde beantragt und wir hören jetzt Steffi Lemke. Der diskutiert mit dieser Aktuellen Stunde auf grüne Initiative den Bericht des Weltbiodiversitätsrates IPBES zum globalen Artensterben und dem Verlust von Ökosystemleistungen. Ich möchte mich zuallererst, und ich denke, an dieser Stelle spreche ich für alle Mitglieder dieses Hauses, bedanken bei den Vertretern von IPBES und den Wissenschaftlern, die den Report erstellt haben und uns damit wertvolle Informationen zur Verfügung gestellt haben. Stellvertretend möchte ich mich bedanken bei der deutschen Delegation und hier insbesondere Professor Setteler, dem deutschen Co-Vorsitzenden des Globalen Assessment, und den deutschen Wissenschaftlern von Helmholtz, UFZ, IDIF, dem Karlsruher Institut für Technologie, dem Alfred-Wegener-Institut, dem Leibniz-Institut und dem Senckenberg-Institut. Sie merken an dieser Aufzählung, dass Deutschland und die deutsche Wissenschaftsszene intensiv an der Erstellung dieses Berichtes beteiligt war. Und die wichtigsten Aussagen lauten, dass wir uns inmitten eines globalen Massenaussterbens befinden, von Tieren und Pflanzen, wie es dies seit dem Existenzbeginn der Menschheit noch nicht gegeben hat, aber dass wir die Möglichkeiten haben, dies zu stoppen, wenn wir jetzt endlich, aber in sehr, sehr großer Entschiedenheit und Klarheit handeln. Eine Million Arten sind in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. Eine Million Arten von 8 Millionen existierenden, also jede achte Art. Und wenn sich unsere Wirtschaftsweise nicht ändert, wird das massiv auf uns als Menschen, auf unsere Lebensweise zurückschlagen. Denn wir steuern auf Ernteverluste von weit über 500 Milliarden Dollar pro Jahr zu. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, die Korallenriffe werden wir in wenigen Jahren verloren haben, wenn nichts passiert. Präsident Macron hat die Leitautoren des IPBES-Berichtes noch am Montagabend in Paris empfangen, um mit ihnen Konsequenzen aus dem Bericht zu diskutieren. Und er hat erste gravierende Maßnahmen angekündigt. Schauen wir, was daraus wird, und schauen wir auf die Reaktion der deutschen Bundesregierung. Sie hat den IPBES-Bericht als Weckruf bezeichnet. Das ist gut, denn daraus können wir viele wichtige Dinge ableiten. Erstens, der Wecker klingelt. Zweitens, der Adressat des Klingelns, in unserem Fall die deutsche Bundesregierung, schläft. Sonst bräuchte es kein Weckerklingeln. Drittens, der Wecker hat 2007 zum ersten Mal geklingelt. Denn 2007 hat die Bundesregierung zum ersten Mal beschlossen, das Artensterben in Deutschland bis 2020, das ist Ende dieses Jahres, zu stoppen. Die Bundesregierung ist demnach seit 12 Jahren nicht bereit aufzustehen. Sie hat sich umgedreht, die Decke über den Kopf gezogen und schlichtweg geschlafen. Da also der Wecker jetzt seit nunmehr 12 Jahren klingelt, verfügt die Bundesregierung offensichtlich über die unschöne Gewohnheit, endlos die Schlummertaste zu drücken und letztendlich den Wecker an die Wand zu werfen, anstatt aufzustehen, sich anzuziehen und auf die Arbeit zu gehen. Der Zustand der biologischen Vielfalt hat sich in Deutschland seit Ihrem Regierungsantritt rapide weiter verschlechtert. Es wurde keine einzige der notwendigen, wichtigen Maßnahmen zum grundsätzlichen Stoppen des Artensterbens angepackt. Und was den Naturschutz anbetrifft, das kann ich Ihnen nicht ersparen, sind Ihre Regierungsjahre schlichtweg umsonst gewesen.
Und dies, obwohl insbesondere CSU und CDU die Bewahrung der Schöpfung in allen Grundsatzprogrammen, Wahlprogrammen bis hin zum Koalitionsvertrag mit der SPD verankert haben. Und ich kann nur an Sie appellieren, Ihre eigenen Programme jetzt endlich ernst zu nehmen, weil wir an einem Point of No Return angekommen sind. Wenn Sie das mit dem Weckruf ernst meinen, stehen Sie auf und machen Sie etwas. Und mit machen meine ich explizit nicht neue Zielfestlegungen für 2030 oder 2050, sondern in diesem Jahr politische Entscheidungen hier in diesem Haus im Deutschen Bundestag. Erstens ein Beschluss zur Halbierung des Pestizideinsatzes. Beginn sofort Halbierung bis 2025. Zweitens sofortiges Verbot von bienengefährlichen Pestiziden, wenn irgendjemand in diesem Hause, Frau Klöckner, mit die Biene ist systemrelevant, noch ernst nehmen soll. Drittens sofortiges Nitratreduktionsprogramm. Viertens Streichen naturschädlicher Subventionen bei den Haushaltsberatungen im Herbst 2019 in diesem Jahr. Und ein Sofortprogramm zum Erhalt und zur Wiederherstellung von Feuchtgebieten, Mooren, Streuobstwiesen und anderen biodiversitätsnotwendigen Strukturelementen. Sie müssen zum Schluss kommen, Frau Kollegin. Letzte Forderung, Herr Präsident, direkt nach der Europawahl ein Neustart für die Verhandlungen zur gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, um die Subventionen umzusteuern. Vielen Dank. Haben Sie den Weckruf gehört. Vielen Dank, Herr Präsident. 1.800 Seiten lang ist der Bericht, den die Wissenschaftler zusammengetragen haben und am Montag in Paris veröffentlicht haben, zur Artenvielfalt, zum Artensterben. Einen solchen globalen Check, den hatte es zuletzt vor knapp 15 Jahren gegeben. Maria Flachsbarth jetzt für die Bundesregierung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine von 8 Millionen Arten weltweit sind vom Aussterben bedroht. Das schätzt der IPBES, der Weltbiodiversitätsrat. Das ist so schnell, das sind so viele Arten wie noch nie zuvor. Bei uns in Deutschland vor allem deshalb so jedenfalls die rote Liste Artenschutz, weil 70% der Lebensräume in Deutschland gefährdet sind. Die Ursachen sind bei uns hier in Deutschland genauso wie weltweit menschengemacht. Der Ressourcenverbrauch hat sich seit 1980 verdoppelt. Die Landnutzungsänderungen für Viehzucht, für Plantagen nehmen zu. Alles in allem eine nicht nachhaltige Produktion und ein Konsum. Und alles wird noch mal verstärkt durch den Klimawandel. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das wissen wir doch alle, wir brauchen die Natur. Wir sind ein Teil von Natur. Wir sind biologische Wesen am Ende einer Nahrungskette. Wir brauchen Natur für sauberes Wasser, für saubere Luft, für Bodenfruchtbarkeit und für Bestäubung. Wir brauchen die Natur für Resilienz, ihre Widerstandsfähigkeit, für ihre Anpassungsfähigkeit auf schädigende Einwirkungen, die wir der Natur durch übermäßige Nutzung ihrer Ressourcen zumuten. Und wir wissen außerdem, Ökosysteme sind schon heute weniger produktiv, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Ein Discountermarkt in meiner Heimatstadt in Hannover hat zum Beispiel durch eine ganz besondere Aktion vor einem Jahr gezeigt, ohne die Existenz von Insekten wäre über die Hälfte der Regale leer. Und die Folgen treffen ja nicht nur uns hier, sondern sie treffen vor allen Dingen die Menschen in den Entwicklungsländern. Das Artensterben bringt das Erreichen der Agenda 2030 der SDGs in Gefahr. Und deshalb sagt der Weltbiodiversitätsrat, Artensterben ist neben dem Klimawandel eine der ganz großen globalen Herausforderungen. Und deshalb ist es ganz richtig, können wir natürlich nicht mehr wegschauen. Deshalb muss Nachhaltigkeit zum Prinzip unseres Handels werden, bei uns in Deutschland wie weltweit. Das heißt also nachhaltige Landwirtschaft, das heißt mehr erneuerbare Energien, das heißt weniger Wasser- und Ressourcenverbrauch, das heißt mehr Klimaschutz. Und Deutschland übernimmt Verantwortung,
liebe Frau Kollegin Lemke, längst ohne den Wecker, den Sie gerade ins Gespräch gebracht haben. Denn mit jährlich mehr als 500 Millionen Euro in diesem Bereich ist Deutschland einer der großen Geber international zum Erhalt von Biodiversität. 80% davon kommen aus dem Haushalt meines Ministeriums, aus dem BMZ. Unsere Entwicklungspolitik gibt längst Antworten. Durch Programme zum Schutz kritischer Ökosysteme, zum Beispiel in 54 Ländern mit der Fläche viermal so groß wie die Bundesrepublik. Wir fordern den Schutz von Tropenwäldern mit ihrer besonders hohen biologischen Vielfalt. 80 Millionen Hektar haben wir unter Schutz gestellt. Wir fördern den Erhalt von Mangroven und von Küstenmeeren zum Schutz der Menschen, die dort wohnen, aber natürlich auch zum Schutz der Fischgründe. Wir fördern naturverträgliche Wertschöpfung in entwaldungsfreien Lieferketten. 2020 auf der großen Vertragsstaatenkonferenz der Convention on Biodiversity in Kunming in China soll der große New Deal für Mensch und Natur realisiert werden, für die nächsten 10 Jahre. Und er muss natürlich ehrgeizig sein. Wir wollen eine breite Allianz für biologische Vielfalt, gemeinsam mit Politik, mit Wirtschaft, mit Zivilgesellschaft und mit der Wissenschaft. Das Ergebnis von Kunming muss dann sein, von Politikpapieren müssen wir nun tatsächlich noch mehr, als das bislang der Fall ist, in die Umsetzung kommen. Denn der globale IPBES-Bericht über den Zustand der Artenvielfalt macht auch klar, es ist spät, aber noch nicht zu spät. Umsteuern ist möglich, wenn wir jetzt entschlossen handeln, und wir handeln entschlossen. Herzlichen Dank. Maria Flachsbart, die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Nächster Redner in der Aktuellen Stunde, Dietmar Friedhoff für die AfD. Werte Frau Präsidentin, geschätzte Bürgerinnen und Bürger, Kolleginnen und Kollegen! Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Das war er nicht. Dieser Ausspruch ist heute aktueller denn je. Die Umwelt leidet nämlich wie nie zuvor. Der Mensch, der sich die Welt nicht untertan machen sollte, sondern diese behüten und beschützen soll, zerstört seine eigene Lebensgrundlage. Der Mensch wird zum Humankapital und die Natur zur Ressourcenbank von Wirtschaftsmächten und Ideologen. Das Thema der Aktuellen Stunde, das gefährliche Artensterben, könnte auch heißen, über die Art zu sterben. Wo der Mensch in die Natur eingreift, herrscht Chaos. Unsere Welt ist im Wandel. Unsere Umwelt ist im Ungleichgewicht, die Natur aus der Balance. Aber was sind diese Gründe dieser Veränderung und warum oder worum genau geht es? Erstens das dynamische Bevölkerungswachstum, zweitens der ungezügelte Konsumzwang und drittens die Globalisierung, das wird Sie jetzt wundern, auch die Digitalisierung. Nach dem Motto, jeder zu jeder Zeit, an jedem Ort, alles immer. Zu eins, die Menschheit wird in den nächsten 32 Jahren ca. 3 Milliarden Brüder und Schwestern dazubekommen. Das bedeutet, dass sich die Menschheit in den letzten 150 Jahren von 1,5 Milliarden Menschen auf 10 Milliarden Menschen verachtfacht hat. Und das zu einer Zeit, wo der Konsum groß war wie noch nie. Denn die Antwort hat konsequentes Handeln zur Folge. Zweitens, Menschen brauchen Wohnraum, brauchen Natur, Energie und Infrastruktur. Deswegen werden Wälder weggerodet, um Brennstoff, Baumaterial und Freiflächen für Ackerbau und Viehzucht zu bekommen. Afrika und Südamerika leiden darunter. Es ist keine Klimakatastrophe, die wir wahrnehmen. Es ist eine Umweltkatastrophe mit massiven Auswirkungen auf die Arten. Bedingt durch die Wohnraumexplosion und den dazugehörigen Baustoff wird so viel Sand wie nie benötigt. Sand wird aus Meeren gebuddelt, mit Auswirkungen auf die Biodiversität in den Meeren. Dazu kommt die Vermüllung der Meere mit Kunststoff. Kunststoff wird zum Dilemma, letztendlich auch in unseren Nahrungsmitteln. Nahrung braucht Fläche. Monokulturen und exzessive Landwirtschaft vernichten Arten. Und das Sojaschnitzel, liebe Grüne, ist ja kaum besser als das Rindersteak.
Die linksgrüne Energiewende verändert die Natur in einem ungeheuren Ausmaß. Durch die CO2-Ventilatoren, also ihre Windräder, werden riesige Naturflächen verdichtet und die Filterfunktion der Erde aufgebrochen. Insekten werden, wie Greifvögel und Vögel generell, weggeschreddert. Das hat Auswirkungen auf alle am Boden lebenden Arten. Biokraftstoff fördert weltweit den Anbau von Mais, Rapsöl und Palmöl. Auch hier Monokultur. Biogasanlagen sprechen hier die gleiche negative Umweltsprache. Und nichts ist emissionsfrei neutral, liebe Grüne. Denn alles erzeugt in der gesamten Produktionskette irgendwann, irgendwo, irgendwie Emissionen und eben auch CO2. Und die E-Mobilität wird der Natur eine weitere tiefe Narbe zufügen. Der Ressourcenabbau ist ein wesentlicher Eingriff in die Artenstruktur. Und das sollten wir nicht vergessen. Genau wie den Wasserhaushalt der Welt. Und drittens, die Globalisierung fördert den Produktwahnsinn. So wird zum Beispiel das Leder für einen Autositz in Amerika gezüchtet und abgezogen, in Indien gegerbt, in der Türkei verarbeitet, in Tschechien eingebaut und in Deutschland verkauft. Es lebe die CO2-Bilanz. Globalisierung fördert zudem die schnelle Wanderung von invasiven Arten in einheimische Räume, die eben auch für das Artensterben verantwortlich sind. Unser Bienensterben ist das Produkt aus all dem. Veränderung der Randbewachsung, Ausbau von Monokulturen, invasive Arten in Form von Milben und vieles mehr. Der Biene wurde ihr Lebensumfeld entzogen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, im Krieg gab es Kartoffelferien. Wir brauchen demnächst Bestäubungsurlaub. Schlussendlich, die Digitalisierung wird den Konsumdruck weiter erhöhen. Denn jeder Mensch möchte demnächst immer überall alles konsumieren. Und all diese Systemgeräte, die wir dafür benötigen, brauchen zusätzlich Energie und Rohstoff. Es gäbe noch viel zu sagen, es gibt noch mehr zu tun, aber es gibt am meisten eins. Es gibt etwas zu wagen. Wahrheit wagen, Klarheit wagen. Unsere Art zu leben müssen wir ändern, wollen wir unsere Art erhalten. Sonst steht unsere Art zu sterben bereits fest. Abschließend, Artenschutz ist Umweltschutz. Umweltschutz ist Heimatschutz. Heimatschutz ist blau und blau ist die AfD. Dankeschön. Dietmar Friedhoff war das für die AfD-Fraktion. Jetzt hören wir für die Sozialdemokraten den umweltpolitischen Sprecher Carsten Träger. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Es ist gut und wichtig, dass wir über den Bericht zur Artenvielfalt des IPBES sprechen. Und jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Jetzt ist es amtlich. Und egal, wie groß unsere Befürchtungen vorher waren, es ist noch viel schlimmer gekommen. 1 Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Für Deutschland ist uns das schon seit einiger Zeit klar. Wir sprechen davon, dass wir 80% unserer Insekten direkt bedroht sind. Und nun müssen wir feststellen, dass dieser Artenschwund global ein genauso dramatisches Ausmaß hat. Und die Hauptursache, auch das sagt der Bericht, sind wir, sind die Menschen. Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Nicht nur beim Klimawandel, sondern auch beim großen Artensterben ist der Mensch die Hauptursache. Mit Überfischung, mit Flächenfraß, mit Vermüllung, mit intensiver Landwirtschaft und illegaler Jagd. Und Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Bericht muss ein Alarmsignal sein, ein Alarmsignal für uns alle. Es ist höchste Zeit, dass wir als Politik und Verantwortungsträger eben dieser Verantwortung gerecht werden. Und zwar als Entscheider auf allen Ebenen, von der Kommune über die Landesparlamente, den Bundestag und auch bis ins Europaparlament und natürlich dann auch der weltweite Einfluss, den wir haben. Wie wollen wir in Zukunft Landwirtschaft betreiben? Wie wollen wir in Zukunft produzieren und bauen? Wie wollen wir in Zukunft konsumieren? Die Lage ist tatsächlich ernst, dass sich jeder von uns, der in Verantwortung ist, diese Frage stellen muss. Der Bericht zum globalen Artensterben zeigt die globale Dimension auf. Vom afrikanischen Elefanten, der von kriminellen Wilderern erbarmungslos wegen seines Elfenbeins gejagt wird, bis hin zum Korallenriff, das stirbt wegen der gestiegenen Wassertemperatur. Und natürlich braucht ein globales Problem auch globale Maßnahmen. Aber natürlich müssen auch wir in Deutschland und in Europa viel tun. Und wir können viel tun.
Ein Hauptverursacher für das Artensterben ist die immer intensivere Landwirtschaft. Und hier brauchen wir endlich ein europäisches Fördersystem, das nicht mehr weiterhin diejenigen belohnt, die intensiv wirtschaften, die wirklich das Letzte aus der Fläche herausholen und auch den Tierschutz dem unterordnen. Sie werden dazu gezwungen durch ein Fördersystem, das wir jetzt haben, das da nach dem Prinzip handelt, wer viel hat, der kriegt viel, und die Kleinen werden immer mehr unter Druck gesetzt, dass sie so handeln müssen, wie sie es jetzt tun. Und da müssen wir das Prinzip umdrehen. Dafür treten wir als Sozialdemokraten ein. Wir müssen diejenigen belohnen, die auf ein bisschen Ertrag verzichten, weil sie dann eben Naturschutz, Gewässerschutz, Tierschutz in den Blick nehmen, und denen ihre Verdienstausfälle in Anführungszeichen, die müssen wir kompensieren. Das ist der richtige Weg, und deswegen sagen wir, sie dienen der Allgemeinheit, sie müssen die Förderung bekommen, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Wir können viel mehr tun, wir müssen viel mehr tun. Und Frau Lemke, wir haben schon auch einiges getan. So ganz, wie Sie es uns unterstellen als Regierung, ist es nun auch wieder nicht. Das Stichwort Schutzgebiete. Wir wissen, dass der beste Artenschutz die Ausweisung von Großschutzgebieten ist. Dort kann sich die Natur, da können sich die Arten erholen. Und da haben wir viel getan mit dem blauen Band, das auch Sie unterstützt haben, oder mit dem nationalen Naturerbe. Da geht noch mehr, aber da haben wir einiges getan. Und Frau Schulze hat als allererste Amtshandlung das Aktionsprogramm Insektenschutz vorgelegt. Oder wir haben auch die drei schlimmsten Bienenkiller, die Neonics, verboten. Und natürlich müssen wir auch aus Glyphosat aussteigen. Da könnten wir schon längst so weit sein, wenn nicht der vorgängige Landwirtschaftsminister Schmidt sich über alle Absprachen hinweggesetzt hätte und das in Brüssel anders in die Wege geleitet hätte. Aber gleichwohl begeben wir uns auf den Weg. Wir steigen so schnell wie möglich aus. Darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag verständigt. Und wir binden es auch ein in eine generelle Reduktionsstrategie für Pflanzenschutz. Denn es bringt ja nichts, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Und ja, ich habe da die Hoffnung, dass wir da gut vorankommen werden. Denn die Union hat bewiesen, dass sie lernfähig ist. Und ich schaue da auf mein Heimatland Bayern. Dort hat der Bayerische Landtag, der ja mehrheitlich von CSU getragen wird, beschlossen, das Volksbegehren Artenschutz 1:1 oder fast 1:1 umzusetzen. Wir als SPD in Bayern haben das mitgetragen, und deswegen begrüße ich diesen Schritt. Er zeigt, dass die Union auch in dem Bereich gesprächsfähig ist und gesprächsbereit ist. Und ich würde mir wünschen, dass der Herr Söder vielleicht mal Frau Glöckner anruft, damit das Aktionsprogramm Insektenschutz, das wir vorgelegt haben, auch möglichst schnell umgesetzt wird. Herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun Judith Skudelny das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, einer der drei wichtigsten Treiber für den Artenverlust weltweit ist tatsächlich der Flächenverbrauch. Wir werden weltweit mehr Menschen, die Menschen müssen ernährt werden. Wir brauchen Landwirtschaft, sie wollen wohnen, sie brauchen Infrastruktur, Straßen, Energie. Und all das bedeutet einen Verlust an Flächen, die wir für den Arterhalt eigentlich brauchen. Jährlich gehen damit 80 Millionen Hektar Wald verloren. Allerdings ist der Verlust an Waldflächen und der Verlust an Flächen für Biodiversität, wie es heißt, nicht überall gleich, ganz im Gegenteil. In Deutschland nehmen die Waldflächen zu. In Deutschland nehmen übrigens auch die Flächen für Naturschutz zu. Was aber der IPES-Bericht feststellt, ist, dass wir die Erträge, die Lebensmittel, die wir in Deutschland nicht mehr produzieren, aus dem Ausland einkaufen. Und damit sind wir ein indirekter Treiber für den Flächenverbrauch in Schwellen- und Entwicklungsländern. Und deswegen kann ich es überhaupt nicht verstehen, wenn wir mit einer nachhaltigen Verantwortung vorgehen wollen, wie gerade die Grünen und gerade die SPD es forcieren wollen, dass wir die Erträge in Deutschland für die Ernährung der Menschen in Deutschland, für die nachhaltige Nutzung beispielsweise im Bereich der Bioenergie, weiter reduzieren möchten.
Weil damit verursachen wir den Flächenverbrauch in anderen Ländern und wir dürfen die Belastungen nicht auslagern. Viel sinnvoller wäre es und viel wichtiger und nachhaltiger wäre es, wenn wir uns überlegen würden, wie wir es schaffen, die Erträge in Deutschland mindestens gleichbleibend zu halten und gleichzeitig bei der Biodiversität, bei dem Erhalt der Arten Fortschritte zu machen. Und da gibt es eine ganz leichte Lösung. Wir brauchen einen Artenschutz 2.0. Und Herr Träger, ich kann gar nicht verstehen, wie Sie sagen können, was wir mit unseren Naturschutzgebieten machen, ist ganz toll. Weil es ist Fakt, dass selbst in unseren Naturschutzgebieten in Deutschland die Arten weiter zurückgehen. Und das ist erbärmlich. Vielmehr wäre es wichtig zu gucken, warum ist es denn so? Und es ist tatsächlich so, Deutschland ist eine Kulturlandschaft. Wir müssen selbst in unseren Naturschutzgebieten schauen, dass die Böden nicht versauern. Wir müssen selbst in unseren Naturschutzgebieten gucken, dass auch Offenlandarten, die ein regelmäßiges Mähen der Wiesen benötigen, die Habitate, die Lebensräume erhalten, die sie brauchen. Und das übrigens schaffen wir nicht gegen die Landwirtschaft, sondern nur gemeinsam mit der Landwirtschaft. Und ich sage es mal ganz plakativ, so wie ich es im letzten Jahr verstanden habe. Ich kann nicht nachvollziehen, wie das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium sich in einem Zickenkrieg ergehen können, anstatt mal gemeinsam Hand in Hand etwas für Deutschland und für den Umweltschutz zu tun. Wir müssen überlegen, wie wir es schaffen, landwirtschaftliche Erträge in Deutschland zu erhalten, die Arten besser zu machen. Und übrigens, Frau Schulze, das kriegen wir nicht dadurch hin, dass wir Papiere vorlegen. Ja, wir haben ein Aktionsprogramm Insektenschutz. Wir haben übrigens auch ein Aktionsprogramm oder eine Idee, was wir gegen Plastik machen wollen. Wir haben ein Papier zur Digitalisierung vorgelegt bekommen. Und eigentlich hätte es schon im März 2019 ein Gesetz zum Wolfsmanagement vorliegen sollen. Der Natur wird nicht geholfen, indem wir Papiere schreiben, sondern indem wir unseren Ideen Taten folgen lassen. Und das kriegt diese Bundesregierung nicht hin. Wenn wir wirklich etwas für Natur- und Artenschutz tun, dann tun wir das nicht in der Presse. Dann wäre es dringend notwendig, dass diese beiden Ministerien sich hinter verschlossener Tür zusammensetzen und sich überlegen, wie wir Natur- und Artenschutz in Deutschland so gestalten können, dass wir die Flächen wirksam nutzen, unseren Flächenverbrauch nicht ins Ausland verschieben und somit gesamt nachhaltig etwas für den Artenschutz global tun können, anstatt einfach nur darüber zu diskutieren und alles weiterlaufen zu lassen, wie es ist. Weil so wie es ist, wird jede Stunde eine weitere Art aussterben, und das müssen wir alle gemeinsam verhindern. Wie lässt sich die Zerstörung der für die Menschheit lebenswichtigen Natur noch aufhalten? Es gibt verschiedene Rezepte. Allerdings der Weg dahin, der scheint hier, wenn man diese Debatte verfolgt, weit und die Einigung und eine riesengroße Aufgabe. Lorenz Göster-Beutin für Die Linke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Tochter ist 12 Jahre alt. Und wenn sie mich fragt, was tust du gegen die Klimakrise und was tust du gegen das Artensterben, dann will ich ihr eine Antwort geben können. Denn sie steht Freitag vor Freitag mit Fridays for Future auf der Straße. Sie kämpft um ihre Zukunft und sie kämpft um unser aller Zukunft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sie hat viel mehr mit ihren Freundinnen begriffen als einige hier im Deutschen Bundestag. Wir haben mittlerweile eine Situation, wo 500.000 Arten über diese Erde laufen. Sie sind lebende Tote. Sie sind nicht mehr zu retten, sagt der Bericht der Vereinten Nationen. Und weitere 500.000 Arten werden in den nächsten Jahren aussterben, in den nächsten Jahrzehnten aussterben, wenn wir nicht entschieden handeln. Und deswegen sprechen die Forscherinnen mittlerweile vom sechsten großen Artensterben. Sie wissen sicher alle, was das fünfte große Artensterben war. Das fünfte große Artensterben war das Aussterben der Dinosaurier. Aber wir haben einen Unterschied. Wir haben mittlerweile Handlungsmöglichkeiten. Dieses Artensterben ist selbstgemacht, es ist menschengemacht, und wir können es stoppen. Und der Bericht der Vereinten Nationen zur Biodiversität macht sehr deutlich, was es verantwortlich ist. Es ist verantwortungslose Agrarindustrie, Überdüngung, Düngung, Flächenverbrauch, Umweltverschmutzung und in zunehmendem Maße eben auch der Klimawandel.
Und es wird sehr klar, was zu tun ist. Wir müssen unsere Art zu leben, wir müssen unsere Art zu konsumieren, wir müssen unsere Art zu wirtschaften von Grund auf ändern. Wir müssen aufhören, Flächen zu verbrauchen, Ressourcen zu verschwenden, und wir müssen die Agrarindustrie in die Schranken weisen. Und vor allem, wir müssen Umweltzerstörung und Klimawandel entschieden bekämpfen. Und seien wir mal ehrlich, die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen ist nicht gleichmäßig verteilt. Die reichen Industriestaaten profitieren davon. Sie machen davon kurzfristige Gewinne. Und die Globalisierung des Kapitalismus hat in den letzten Jahrzehnten zu Hunger, Armut, Kriegen und Fluchtursachen geführt. Deswegen ist unsere Antwort: Wir brauchen globale Gerechtigkeit. Denn die Message des Berichtes ist klar und eindeutig. Die Message lautet: Es geht so nicht weiter. Es reicht nicht, wenn wir unseren Kapitalismus nur grün anstreichen. Wir müssen es verändern. Wir müssen unser Gesellschaftssystem verändern, unsere Art zu wirtschaften und zu leben. Wir brauchen eine Alternative zum rücksichtslosen Profit und zur Konkurrenz. Und unsere Alternative ist sehr klar. Wir wollen diesen Kapitalismus überwinden. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft. Wir wollen grenzenlose Solidarität. Und was können wir also tun? Schauen wir nach Großbritannien und nach Irland. Die haben zugehört. Die haben den Klimanotstand beschlossen. Und ich sage ganz klar, es reicht nicht mehr, alle 4 Jahre nur zur Wahlurne zu schreiten. Es reicht nicht mehr, die Verantwortung so abzugeben, sondern wir müssen alle Verantwortung übernehmen. Nicht handeln ist keine Option. Sie gefährdet die Zukunft unserer Menschheit. Und deswegen sagen wir ganz klar, die Menschen müssen auf die Straße gehen. Es ist gut, wenn unsere Bevölkerung aktiv wird. Es ist gut, wenn nicht nur die Schülerinnen und Schüler aktiv werden, sondern auch die Omas und Opas, die Eltern aktiv werden. Und ich will Ihnen ein Zitat zum Schluss vorlesen von Oscar Wilde aus dem Aufsatz »The Soul of Man under Socialism«. Ein Zitat, was ich glaube, was die Situation sehr gut trifft. Wer die Geschichte gelesen hat, weiß, dass Ungehorsam die ursprüngliche Tugend des Menschen ist. Durch Ungehorsam ist der Fortschritt geweckt worden, durch Ungehorsam und durch Rebellion. Also fangen wir an, ungehorsam zu sein. Gehen wir auf die Straße, wagen wir die Rebellion. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Dr. Klaus-Peter Schulze das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Beutin, was Sie hier gerade ausgeführt haben, Sie haben es sicherlich nicht erlebt. Ich habe Flüsse im Osten Deutschlands gesehen. Da ist Schaum draufgetrieben. Ich habe gesehen, dass viele technische Umweltschutzanlagen nicht gearbeitet haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich oftmals am frühen Morgen von meinem Trabi mit dem Besen ein wenig Kohlenstaub runterkehren musste, damit ich fahren kann. Das ist das, was Ihr Gesellschaftsmodell im Osten Deutschlands und in vielen osteuropäischen Ländern darüber hinaus gemacht hat. Und das wollen wir mit Sicherheit nicht mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat ist es so, dass in den vergangenen 540 Millionen Jahren es mindestens 5 große Artensterbenwellen gab, die in oftmals oder fast immer dadurch entstanden sind, dass wir aus dem Weltall Einwirkungen hatten. Möglicherweise finden die Geologen noch weitere. Und die, vor der wir jetzt stehen, bei der 6., sind wir alle mit anständig beteiligt. Wenn ich mal, bevor ich auf den globalen Fakt komme, mal gucke, wie sieht es in Deutschland aus. Deutschland hat, was die Flächen betrifft, 0,23% der Landfläche, 3,3% der Insekten, wenn ich davon ausgehe, dass wir 1 Million haben, wahrscheinlich ist es viel mehr, 2,8% der Vögel, 1,8% der Säuger und 0,1% der Reptilien. Das heißt nicht,
dass wir da nicht auch Verantwortung tragen. Aber das, was wir in Deutschland verbessern, kann nur ein ganz kleiner Teil von dem sein, was eigentlich notwendig ist. Und wenn ich so am Wochenanfang die Medien verfolge, dass wir in Deutschland jetzt sozusagen genauso in die Verpflichtung genommen werden wie bei bestimmten Fragen des Klimaschutzes, bin ich eigentlich sehr dankbar, dass unsere Umweltministerin in Paris sehr deutlich gesagt hat, das ist ein globales Problem, was wir alleine nicht lösen können. Aber natürlich können wir auch entsprechende Beiträge dafür leisten. Und das werden wir, ich denke mal, spätestens nach der Sommerpause mit dem Insektenschutzpapier, was wir hier diskutieren werden, leisten. Wir werden ab 2020 eine neue Förderung im Agrarbereich haben. Ich glaube, auch hier muss sich einiges ändern. Es müssen zumindest alle Bundesländer bereit sein, Blühstreifen und andere ökologische Maßnahmen der Landwirte zu fördern, so wie das mit Ausnahme des Landes Brandenburg alle anderen ja schon tun. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Monotonisierung der Landschaft, ich sag mal, weiter eindämmen. Und was uns ganz genau gelingen muss, wir müssen sie nicht nur wieder ausräumen, indem wir dort Hecken und Steinwälle und Ähnliches beseitigen, sondern wir müssen versuchen, solche Strukturen wieder reinzubringen. Aber es gibt auch andere Dinge, wo es Zielkonflikte gibt. Wir haben nach den Berechnungen des Jagdverbandes mittlerweile in Deutschland 1 Million Waschbären. Und Waschbären sind Eierräuber, plündern Nester. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn es bodenbrütende Vögel immer weniger gibt. Und diese 1 Million Waschbären, die ja eigentlich hier nicht zu suchen haben, müssten wir eigentlich anständig bekämpfen. Aber mit der Flinte reicht es nicht. Wir müssen hier Fallen aufstellen bzw. die Fallenjagd wieder aktivieren. Ansonsten bekommen wir dieses Problem nicht in den Griff, aber da haben wir den Konflikt mit dem Tierschutz. Und zum Thema Flächenverbrauch möchte ich mich jetzt hier nicht äußern. Das haben schon der eine oder andere in dem Thema gemacht. Und dann kommen wir mal zu dem Wildtierhandel. Und auch da werden wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner einen Antrag einbringen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Der Eumetius persicus, der persische Streifenskink, ist 2017 beschrieben worden, erstmalig, und 3 Monate später ist er in Deutschland gehandelt worden. Das sind Dinge, wo wir auch mit unserem Verhalten, mit unserem Vorgehen Verbesserungen herbeiführen können. Und zum Abschluss möchte ich noch auf das Thema Mangrovenwälder eingehen. Die Mangroven. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, können Sie es gerne machen, Frau Lemke. Die Mangrovenwälder sind um 50% zurückgegangen. Und woran liegt das? Weil der größte Teil dieser Flächen für Aquakulturen, für Garnelen, manche sagen Scampis dazu, aufgebaut wurden. Und dessen Ergebnis wir mittlerweile über 3 Millionen Tonnen jährlich produzieren. Und das war eigentlich mal ein Luxus-Lebensmittel, was man zu bestimmten Zeiten sich geleistet hat. Aber mittlerweile kann man das ja in den großen Discountern für 2 Euro die Schachtel kaufen. Und da könnten wir alle einen Beitrag leisten, wenn wir das nicht machen. Danke für die Aufmerksamkeit. Klaus-Peter Schulze war das für die Unionsfraktion. Ja, wie sehen die politischen Konsequenzen aus dem Artensterben? Da gibt es unterschiedliche Antworten. Hören wir jetzt für die AfD Carsten Hilse. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, aus der Tatsache, dass die Partei Die Grünen eine Aktuelle Stunde mit dem Thema nach dem globalen Report zur Artenvielfalt politische Konsequenzen aus dem gefährlichen Artensterben beantragen, könnte der geneigte Zuschauer schließen, dass diese Partei sich intensiv, konsequent und ehrlich für Artenschutz einsetzt. Jeder, der sich näher mit dieser Partei und deren Geschichte befasst, muss aber erkennen, dass es sich um eine Partei handelt, die vorrangig darauf spezialisiert ist, Panik zu verbreiten, frei nach dem Motto der neuen Galionsfigur Greta Thunberg, welche sie auf dem Weltwirtschaftsgipfel im Januar diesen Jahres in Davos ausgab: Ich will, dass ihr in Panik geratet. Oder Al Gore im Jahr 2009: Wir müssen Furcht erzeugen. Oder Sir John Houghton, ehemaliger Vorsitzender der Science Working Group des IPCC: Solange wir keine Katastrophe ankündigen, wird uns keiner zuhören.
In einer meiner letzten Reden hatte ich schon erwähnt, dass sich in der Geschichte dieser Partei nicht nur Pädophile, Inzestfarmlose, sondern auch Kommunisten, Maoisten und bis heute Deutschlandhasser und Deutschlandabschaffer unter dem grünen Mäntelchen dieser Partei verstecken. Zu den Gründungsmitgliedern bzw. frühen Mitgliedern dieser Partei gehörten mit Baldur Springmann und Werner Vogel, zwei ehemalige NSDAP-Mitglieder. Wer damals die Grünen wählte, wählte also wirklich Nazis, wie sie es jetzt auf dem Titelblatt einer grünen Zeitung der AfD andichten. Faschistoide Methoden nutzten Sie und Ihre Jugendorganisation, die auch gern mal mit der Antifa oder der interventionistischen Linken gemeinsam ans zerstörerische Werk gehen, noch immer, indem Sie Andersdenkende diffamieren und verleumden. Aber kommen wir zum Hier und Heute. Im Bericht des sogenannten Weltbiodiversitätsrats, dem IPBES, nutzt man offensichtlich die Erfahrungen, die schon der Weltklimarat des IPCC gemacht hat. Und diese Erfahrung lautet, laut Professor Dr. Schneider vom IPCC, deshalb müssen wir schreckeneinjagende Szenarien ankündigen. Um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir dramatische Statements und keinen Zweifel am Gesagten. Jeder von uns Forschern muss entscheiden, wie weit er ehrlich oder effektiv sein will. Die größten Gefahren für die Biodiversität sehen die Verfasser bei Landnutzung und wie kann es anders sein beim Klimawandel. Auch sie fordern eine große Transformation der Gesellschaft, so wie es auch im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung steht. In diesem Klimaschutzplan werden verschiedene Ziele ausgerufen, unter anderem den intensiven Ausbau der sogenannten Erneuerbaren, die natürlich von den Grünen unterstützt werden, ihnen aber teilweise nicht weit genug gehen. Wenn wir uns die Folgen dieses Ausbaus anschauen, können wir klar die Scheinheiligkeit der Grünen erkennen. Nicht nur, dass hunderttausende Vögel und Fledermäuse den Windkraftanlagen direkt zum Opfer fallen, wird auch deren Lebensraum massiv eingeschränkt. Wind und Solar produzieren im Moment ca. 4% des Primärenergieverbrauchs. Um auf 100% zu kommen, müsste die installierte Leistung um das 25-fache anwachsen. Wir bräuchten dann also anstatt jetzt 30.000 schlappe 750.000 Vogelschredder. Dann fliegt wahrscheinlich kaum noch ein Vogel an unserem Himmel. Wie in der Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirates für Biodiversität und genetische Ressourcen von 2018 zu lesen war, haben der Ausbau von Photovoltaik- und Windenergieanlagen, aber auch der Anbau von Energiepflanzen teilweise erheblich negative Einflüsse auf Insekten. So bietet Mais für Biogasanlagen bestäubern gar keine Nahrung, aber auch beim Anbau von Raps entsteht nach der Ernte eine sogenannte Trachtlücke, in der die Bestäuber plötzlich keine Nahrung finden. Wenn Sie dann zugrunde gehen, werden Sie wahrscheinlich an Ihre Schutzpatronin, Frau Karin Göring-Eckert, denken, die Ihnen versprach, wir wollen, dass in den nächsten 4 Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß, wir werden uns für sie einsetzen. Dann stirbt es sich natürlich leichter. In der Stellungnahme heißt es weiter, dass Windenergieanlagen nicht nur Fluginsekten bei der Nahrungssuche und bei Reproduktion anlocken, ihnen fliegen wiederum Vögel, die diese Insekten als Nahrungsquelle sehen, dann hinterher und fallen den Rotoren zum Opfer. Weiter heißt es in dieser Stellungnahme vom Ministerium, Photovoltaikanlagen sind Quellen polarisierten Lichts und können laut dem Bericht eine Lockwirkung vor allem für aquatische, also am Wasser lebende Insekten sein, die die Anlagen mit Wasserflächen verwechseln. Sie sehen also, Ihre viel gepriesene Windkraft und Photovoltaikanlagen sind jetzt nicht unbedingt ein Hort für Biodiversität. Solange Sie also mit Ihrer wahnhaften Klimapanikpolitik den Tod von hunderttausenden Vögeln und Fledermäusen und Billionen Insekten billigend in Kauf nehmen, solange Sie durch den Ausbau von Windkraftanlagen den Lebensraum tausender Wildtiere zerstören, gelten Sie für viele Menschen in Deutschland als Umwelt- und Naturzerstörungspartei. Wir, die AfD, betreiben ehrlichen Umweltschutz, weil wir im Gegensatz zu Ihnen unsere Heimat lieben. Vielen Dank. Carsten Hilse war das für die AfD-Fraktion. Jetzt hören wir noch mal von der Regierungsbank Rita Schwarzelö-Sutter, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich ist es wirklich gut, dass wir dieses existenzielle Thema heute hier behandeln und dass es eigentlich die Aufmerksamkeit auch kriegt, die es dringendst verdient und auch braucht. Und Zynismus ist hier eigentlich völlig fehl am Platz, weil es entspricht überhaupt nicht dem Ernst der Lage. Und die anderen
Herr Hilse, lieben Ihre Heimat genauso, und das lassen wir anderen hier uns gar nicht in dem Parlament absprechen. Der Verlust der biologischen Vielfalt, das ist wirklich ebenso eine große Herausforderung wie der Klimawandel. Und es beschreibt es in dem Bericht ganz deutlich, wie der Zustand der Natur bei uns ist und weltweit ist. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass es ohne Forschung und ohne internationalen Austausch nicht geht. Bloße Phrasen und irgendwo in irgendwelche Ideologieschubladen zu stecken zu wollen, ist einfach nicht angebracht und völlig fehl am Platz. Und es diskreditiert auch die Arbeit von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die 3 Jahre intensiv sich damit auseinandergesetzt haben und geforscht haben. Und ich kann Ihnen sagen, die Bundesregierung ist durchaus auch stolz darauf. Und wir sind froh, dass wir den IPBES, den Weltbiodiversitätsrat, auch unterstützt haben und es auch ermöglicht haben, dass dieser Bericht erstellt wurde. Und wer diesen Bericht auch aufmerksam gelesen hat, der weiß, wie erschreckend die Zahlen sind beim Rückgang der Arten. Es ist ein Alarm, und dass wir jetzt darüber diskutieren, macht auch noch mal klar, das geht ganz deutlich um unsere Lebensgrundlagen. Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen, und damit will ich auch noch mal sagen, das zerstört nicht nur den Lebensraum der Arten, der Tiere und Pflanzen, es zerstört unseren eigenen Lebensraum, und deswegen ist es wichtig, dass wir nach Lösungen suchen und dafür uns einsetzen, wie wir das verhindern, wie wir den dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt verhindern können und stoppen können. Und der Bericht stellt klar 5 Haupttreiber in den Mittelpunkt. Das ist an erster Stelle sind es Nutzungsänderungen an Land und im Meer. Wir verlieren tropischen Regenwald für landwirtschaftliche Flächen, natürlich durch intensive Landwirtschaft. Und Frau Skudelny, wenn Sie hier ja ein Fass aufmachen und sagen, wir machen hier Fläche und dann für Windanlagen und wir importieren, Sie haben es ja umschrieben, durchaus auch von Regenwaldländern. Wir sind aber auch, und das muss man dann auch dazu sagen, wir sind auch Hauptexporteur bei manchen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Schweinefleisch. Und deswegen haben wir eine intensive Landwirtschaft. Und wenn man über Landwirtschaft diskutiert, muss man halt nicht nur A sagen, man muss auch B sagen. Und das im gesamten Zusammenhang. Und dann reden wir über eine nachhaltige Landwirtschaft. Und ich glaube, das ist Zeit, dass wir wirklich intensiv uns darüber auch austauschen. Und weil das ja immer die Windkraftanlagen sind. Ja, man weiß, wenn die FDP in der Regierung ist, was dann kommt, dann macht man nämlich die Abstandsfläche nicht 500 Meter oder 1000 Meter, nein, man macht gleich mal 1500 Meter in Nordrhein-Westfalen, obwohl es da ein großes Potenzial gibt. Aber man regt sich dann auf und sagt, die Windkraftanlage ist der Killer der biologischen Vielfalt. Sie machen hier ein großes Getöse, machen Nebenkriegsschauplätze auf, kehren Sie erstmal vor Ihrer eigenen Tür. Komme ich zum zweiten Treiber, nämlich tatsächlich das Abholzen von Wäldern. Wir haben auch eine Überfischung, und natürlich ist es eine Bedrohung für Arten, Pflanzen und Tiere. Drittens ist natürlich auch der Klimawandel, weil der Anstieg der Temperaturen ganz deutlich Arten zu schaffen macht. Und schauen wir uns nur mal die Korallen an. Bei einer Erwärmung um 1,5 Grad bleiben nur noch 10 bis 20, 30% der Vorkommen bestehen, und bei einer Erwärmung von 2 Grad wären es unter 1%. Und das ist nicht nur eine Koralle, weil man vielleicht da mal tauchen gehen will und das angucken will, sondern das ist eine Fischstube, das ist die Kinderfisch- oder die Geburtsstube der Fische. Und deswegen auch elementar, und da arbeiten wir mit dem BMZ auch zusammen mit unserer internationalen Klimaschutzinitiative, ob das in dem Bereich ist, auch der Mangrovenwälder, weil wir auch hier Kapazitätsbildung und auch, weil es um die Existenz geht, der Menschen dort vor Ort. Viertens, Abfallprodukte. Viele unserer Konsumgüter landen in der Natur. Ich sage nur Plastikmüll, ich sage aber auch Schwermetalle, Pestizide und Düngemittel. Und hier zeigt sich auch, wie wichtig die Leistungen der Ökosysteme sind. Sie filtern Schadstoffe, sorgen unter anderem dafür, dass wir Menschen sauberes Trinkwasser haben. Und umso wichtiger ist es, auch dieses zu schützen. Fünftens, globale Transportwege und zunehmender Tourismus. Ja, sie zerstören natürlich auch Lebensräume. Und sie haben noch einen anderen unerwünschten Nebeneffekt. Invasive gebietsfremde Arten breiten sich aus, und mein Kollege Klaus-Peter Schulze hat das ganz noch mal deutlich gemacht mit dem Waschbär. Sie verdrängen heimische Flora und Fauna,
Und natürlich haben wir das auch im Fokus. Aber wie beim Klimaschutz gilt, noch haben wir das Steuer in der Hand und noch können wir auch umsteuern. Wir müssen es nur jetzt tun und wir tun es auch. Wir haben die nationale biologische Strategie für Vielfalt. Wir haben das blaue Band, das grüne Band und wir haben das nationale Naturerbe. Und ich möchte jetzt nochmal auf drei Projekte eingehen, die für uns ganz wichtig sind und die auch im Koalitionsvertrag wichtig sind und die wir auch abarbeiten. Wir brauchen ein größeres und effektiv gemanagtes Netz an Schutzgebieten. Zum Beispiel fördert die Bundesregierung schon das grüne Band, das blaue Band, ich habe es eben erwähnt. Das reicht aber noch nicht aus. Wir wollen erreichen, dass die Lücken geschlossen werden und die vorhandenen Schutzgebiete ihre Aufgaben dann auch gerecht werden. Unter anderem mit einem gemeinsam mit den Ländern getragenen Aktionsplan Schutzgebiete. Wir wollen die Schutzgebiete noch besser managen und zum Beispiel den Einsatz von Pestiziden in besonders schutzbedürftigen Bereichen, also Natur- und Wasserschutzgebieten, grundsätzlich beenden. Beim Insektenschutz, die Bestäuber sind in aller Munde. Und ich finde es eigentlich schon ziemlich bezeichnend, wenn man darüber weggehen kann als eine Partei oder die größte Oppositionspartei. 1,8 Millionen Menschen, die die Dringlichkeit erkannt haben, auch in Bayern, und es nicht nur Greta diskriminiert, sondern auch die völlig irgendwo in eine Ecke stellt, wo es einfach nicht gehört. Das ist nicht angebracht in dieser Situation. Und deswegen gibt uns das Rückenwind auch für die Vorschläge aus unserem Bundesumweltministerium mit dem Aktionsprogramm Insektenschutz. Wir haben es auf den Tisch gelegt. Der IPBES-Bericht bestärkt uns. Jetzt geht es darum, auch zu handeln, es umzusetzen, mutig umzusetzen und auch schnell umzusetzen. Und drittens geht es auch noch um die Agrarförderung. Im Bericht des IPBES-Beirats ist immer wieder davon die Rede von schädlichen Subventionen. Und gleichzeitig tragen wir natürlich auch durch die Ausgestaltung der EU-Agrarförderung mit dazu bei, wie Landwirtschaft sich weiterentwickelt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir die GAP weiterentwickeln, das, was im IPBES-Bericht auch steht und dort, wo wir ansetzen können, dass das einen Niederschlag findet in der zukünftigen Finanzierung. Es ist klar, dem IPBES-Bericht muss politisches Handeln folgen, und zwar schnell. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir haben das im Koalitionsvertrag, wir sind aber auch international gefordert, das Thema Wilderei und illegaler Artenhandel beim Schutz der Weltmeere im Bereich Abfall und beim Chemikalienhandel. Und ich habe heute der Presse entnommen, man kann sich ja manches gar nicht vorstellen, was es alles gibt. Da hat wirklich jemand mehrere Orchideenarten, streng geschützte Orchideenarten in der Ortenau ausgegraben. Es hat einen immensen Schaden hinterlassen, weil sich das überhaupt nicht so schnell wieder rekultivieren kann. Es muss auch dazu führen, dass man dem bewusst ist. Man muss auch tatsächlich schützen, nicht nur im Ausland, sondern auch bei uns. Es ist kein Kavaliersdelikt. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir gemeinsam ein ambitioniertes Rahmenwerk für Kunming in China, für die Weltbiodiversitätskonferenz auch entwickeln. Die Chancen stehen gut und deswegen wünsche ich mir, dass wir in den nächsten Wochen tatsächlich die Punkte wie Insektenschutz voranbringen. Der Sommer steht an. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dann. Wir haben den Wecker schon lange gehört, wir sind schon lange aufgestanden, Frau Lemke. Und deswegen wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank. Sagt Rita Schwarze-Lühe-Sutter, die parlamentarische Staatssekretärin. Aber ganz Wochenende ist hier für die Abgeordneten noch nicht, denn diese Aktuelle Stunde, die geht noch weiter. Und die Grünen haben jetzt noch mal das Wort. Die haben ja diese Aktuelle Stunde beantragt. Und es spricht jetzt Harald Ebner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, schon lange schlagen Natur- und Artenschützer Alarm. Ihr Ruf verhallte allerdings vor allem bei dieser Bundesregierung allzu lange ungehört. Das Bienensterben, die Krefelder Studie zum Insektensterben, hat eine breite Öffentlichkeit erreicht und gezeigt, wenn wir das Leben auf diesem Planeten erhalten wollen, müssen wir jetzt etwas tun. Und Der neue Bericht des IPBES belegt völlig klar,
Unsere Landwirtschaft muss sich ändern, unsere Agrarpolitik muss sich ändern. Wir müssen raus aus dem zur Regel gewordenen Gifteinsatz, raus aus strukturverarmten Landschaften ohne Baum und Strauch, runter von zu viel Nitrat im Feld. Wir müssen rein in strukturreiche, blütenreiche, vielfältige Kulturlandschaften, die unsere Lebensgrundlagen erhalten. Und das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, liegt schon seit Jahren auf dem Tisch. Die deutschen Wissenschaftsakademien, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, der Sachverständigenrat für Umweltfragen und viele andere, sie alle sagen klar, Landnutzung ist ein Haupttreiber des Artensterbens. Und wer trotz dieser Expertise den Schuss nicht gehört hat, für den muss der IPBS-Bericht jetzt wirklich wie ein Meteoriteneinschlag sein. Alle fordern doch immer wissenschaftsbasierte Entscheidungen. Ja, schön, richtig, dann zu. Beim Artenschutz weigert sich diese Regierung immer noch, den Fakten sozusagen zu folgen und Konsequenzen zu ziehen. Und wenn es um die Landwirtschaft als Haupttreiber des Problems Artensterbens geht, dann machen Agrarministerin Klöckner, Bauernverband und Co. die Schotten dicht. So ist es, lieber Kollege de Vries. Und Kollege Klaus-Peter Schulze. Wo ist er denn? Ist er weg? Da, Kollege Klaus-Peter Schulze, kleinreden und ablenken hilft hier nicht. Kehren wir doch mal vor der eigenen Haustüre. Die Frankreichs Präsident Macron hat am Dienstag konkrete Maßnahmen vorgestellt. Was macht Frau Klöckner? Frau Klöckner will prüfen, auswerten, abwarten. Was gibt es denn da bitte schön noch zu prüfen? Ein Bericht des Thünen-Instituts legt klar die Vorteile des Ökolandbaus für Biodiversität auf den Tisch, aber er bleibt Stiefkind der Regierung. Überdüngung schadet der Artenvielfalt. Zu einer besseren Düngeverordnung muss sich diese Regierung per Strafzahlung zwingen lassen. Das wollen Sie doch nicht als wissensbasierte Politik verkaufen. Das nimmt Ihnen keiner mehr ab. Beim Glyphosatausstieg ist die Bundesregierung keinen Schritt weitergekommen. Im Gegenteil, 100 Glyphosatprodukte sind zugelassen worden. Auf wirksame Strategien zur Pestizidreduktion, da warten wir seit langem. Und echte Forschung zum alternativen Pflanzenschutz ohne Gift, die findet nicht in nennenswertem Umfang statt. Sie fristet ein Nischendasein. Auch da hilft der Blick in unsere Nachbarländer. Der Spruch, was der Biene schadet, muss vom Markt, war richtig klasse, aber leider nicht so gemeint, hat uns der Staatssekretär erklärt. In Wahrheit heißt das Motto, was der Biene schadet, wird zugelassen. Bienenbegiftige Pestizide wie Thiaklobrid bleiben weiter zugelassen und die Zulassungsverfahren bleiben mangelhaft. Und das ist fatal für die Artenvielfalt. Wir haben das bei den Neonicotinoiden gesehen. Die Bienenleitlinien, die dazu geführt haben, dass diese drei Stoffe vom Markt kamen, die werden leider nicht eingeführt. Und das muss sich ändern. Diese Leitlinien müssen umgehend angewendet werden, statt auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben zu werden. Beim Insektenschutzprogramm gibt es außer gegenseitigen Blockaden überhaupt nichts. Und dieses Ressort HICAC, das hilft draußen keiner einzigen Biene, keinem einzigen Schmetterling, keinem einzigen Käfer. Liebe Kolleginnen von Union und FDP, hören Sie bitte endlich auf, die Umweltprobleme durch die Agrarindustrie kleinzureden. Dafür haben die meisten Menschen draußen kein Verständnis mehr. Sie wollen eine umweltfreundlichere Landwirtschaft. Das zeigt die große Beteiligung an Volksbegehren, an Petitionen für bienenfreundliche Politik. Und die Kanzlerin, die muss jetzt den Artenschutz insgesamt zur Chefsache machen, statt dem Sandkastenchaos in ihrem Kabinett weiterhin tatenlos zuzusehen. Es ist noch nicht zu spät. Geben wir einer Landwirtschaft eine Chance, die unsere Lebensgrundlagen erhält und pflegt und damit auch gutes Essen erzeugt. Das können unsere Bäuerinnen und Bauern. Wir müssen dafür die Agrargelder anders verteilen, schädliche Subventionen abschaffen. Hören Sie auf die wissenschaftlichen Beiräte, die genau das fordern, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Und deshalb reduzieren Sie die Pestizidanwendungen, ändern Sie die Agrarpolitik. Agrarpolitik muss Umwelt- und Naturschutzpolitik werden, und dann ist sie auch ein Beitrag für den Artenschutz. Dankeschön. Nächster Redner in der Aktuellen Stunde ist Hermann Färber für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Laut dem Zustandsbericht des Weltbiodiversitätsrates ist 1 Million Arten vom Aussterben bedroht. Das heißt in der Tat, es ist Zeit, gemeinsam auch global gegenzusteuern. Wie ist die Ausgangslage? Zurzeit leben 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Jährlich wächst die Bevölkerung um weitere 70 Millionen an. All diese Menschen benötigen Wasser, Nahrungsmittel, Energie und Rohstoffe. Durch den steigenden Bedarf verschlechtern sich die Ökosysteme von Wasser, Land und Luft. Der Zustand des Weltbiodiversitätsrates nennt deshalb viele Ursachen, nicht nur eine. Er nennt viele Ursachen für den Verlust der Biodiversität und der Arten. Beispielsweise die Auswirkungen des Klimawandels, beispielsweise die Expansion der Landwirtschaft auch in den Tropen, Viehzucht in Lateinamerika und Ölplantagen in Südostasien führen dort zum Verlust von waldreichen Gebieten. Genannt wird auch die Zunahme der urbanen Ballungsgebiete. Seit 1992 haben sich die städtischen Gebiete verdoppelt und zur Flächenversiegelung und Zerstörung der Kulturlandschaften beigetragen. Der Materialverbrauch pro Kopf, so steht im Bericht, ist um 15% gestiegen. Das wiederum führt zu beispiellosen Mengen an Abfallprodukten. Ein weiteres Beispiel: Über 80% der globalen Abwässer werden ungeklärt wieder in die Umwelt zurückgeleitet. 400 Millionen Tonnen Schwermetalle, Lösungsmittel, toxische Substanzen und andere Abfälle aus Industrieanlagen werden weltweit jedes Jahr ins Gewässer eingeleitet. Die Schlussfolgerung des Weltbiodiversitätsrates lautet: Eine verringerte Nutzung der Ökosysteme ist von einer Verminderung des Konsums abhängig. Für die Verbesserung der Situation, für die Verbesserung der Welt trägt also auch jeder Mensch mit seinem eigenen Konsumverhalten ein Stück der Verantwortung. Die Bundesregierung arbeitet daran, die Energiewende so zu gestalten, dass die Klimaschutzziele erreicht werden. Weiterhin setzt die Regierung mit dem Aktionsprogramm Insektenschutz und auch der Ackerbaustrategie auf eine größere Bandbreite im Pflanzenbau und Biodiversität. Ja, wir brauchen wieder eine größere Kulturvielfalt auf unserem Feld. Diese wird natürlich vor allem von kleineren und mittleren Betrieben garantiert. Doch gerade diese kleinen und mittleren Betriebe müssen wir vor allzu viel Regulierungen schützen. Leider gibt es in Deutschland auch Beispiele, wo der Artenschutz sich selber im Weg steht. In meinem Wahlkreis, ich konnte mir vor kurzem ein eindrucksvolles Bild verschaffen, haben strenge Vorschriften in Schutzgebieten, in FFH-Gebieten zur starken Ausbreitung der hochgiftigen Pflanze Herbstzeitlose geführt, die dort die eigentlich erwünschte Biodiversität, die Orchideen, die dort wachsen, bereits wieder sehr stark zurückdrängt. Von 1.500 Hektar FFH-Flächen in meinem Landkreis sind bereits 42% davon betroffen. Die Wissenschaftler des Weltbiodiversitätsrates betonen die Notwendigkeit einer vernetzten globalen Strategie. Deshalb, meine Damen und Herren, dürfen wir den Fokus wirklich nicht alleine nur auf die heimische Landwirtschaft richten. Denn, und das haben uns die Wissenschaftler am Dienstag früh bei der Vorstellung natürlich auch gesagt, selbst wenn wir in Deutschland die gesamte Kulturlandschaft unter Naturschutz stellen und nichts mehr nutzen, keinen Ertrag mehr realisieren, nichts mehr anbauen würden, wäre das falsch, es wäre kontraproduktiv. Denn dann würden all diese Produkte für uns in anderen Teilen der Welt produziert, und zwar mit mehr Landverbrauch dort und auch zu schlechteren Bedingungen für die Ökologie. Das stammt bitte schön nicht von mir, sondern das stammt von den Wissenschaftlern, die uns das am Dienstagmorgen auch so vorgestellt haben. Welchen Schluss ziehen wir jetzt daraus? Meine Damen und Herren, es braucht wirklich fundamentale Veränderungen bei Technologie, bei Wirtschaft und bei Gesellschaft. Diese Veränderungen müssen aber auch die Ziele und die Werte dafür einschließen. Daher gilt es, umsichtige, wirksame, aber vor allem auch maßvolle Entscheidungen zu treffen und diese dann aber auch weltweit umsetzen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Rainer Spiering für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren und vor allen Dingen die vielen jungen und älteren Menschen, die uns heute zuhören. Bei mir zu Hause würde man sagen, jetzt haben wir den Salat. Die Wissenschaft hat belegt, massives Artensterben mit absolut unabsehbaren Konsequenzen. Und wir haben ja heute mehrere Interpretationen dazu gehört. Ich habe mich von zwei Bildern leiten lassen. Die Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft hat jetzt veröffentlicht auf ihrer Homepage die Darstellung der Welt im Zeitraffer in Bezug auf Waldsterben. Und das hat mich, muss ich sagen, schon sehr erschrocken gemacht. Also es ist jetzt dokumentiert, was in den letzten 50 Jahren an Wald verloren gegangen ist. Und über Tandem X kann man, da alle vier Tage das Bild neu aufgenommen wird, kann man sehr gut erkennen, wo über riesigen grünen Dächern dann unglaubliche Lücken sind. Und jetzt sage ich mal, weil Kees de Vrees und Hermann mir gegenüber sitzen und wir in einem Alter sind, bin ich glücklicher Großvater seit ein paar Monaten. Und dann geht mein Blick natürlich auch auf das ausgehende, also ins 22. Jahrhundert gehende Bild. Und dann kann ich Ihnen sagen, so ganz optimistisch bin ich da nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass dieser Bericht, den wir bekommen haben, uns mindestens wachrütteln muss. Dieses Land hat sich im letzten Jahrhundert redlich bemüht, viele, viele Menschen in eine andere Welt zu befördern. Das, was wir jetzt tun, ist womöglich noch gefährlicher. Und das macht mich ganz, ganz betroffen. Und wenn ich jetzt zurückgucke, wenn ich vor 30 Jahren in dieses Land eingeflogen bin, dann habe ich 200, 250 unterschiedliche Felder unter dem Flugzeug gesehen. Mit Wiesenstreifen dazwischen, mit Ackerrandstreifen, mit Blühstreifen, mit Hecken. Wenn ich heute einfliege, das habe ich gerade wieder gehabt, habe ich 20 Felder mit Monokulturen, mit entsprechenden Problemen. Und ich glaube, diesem Problem werden wir uns stellen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit einem Staccato an Vorwürfen, lieber Harald Ebner, dem näher kommen, sondern wir müssen uns dem zuwenden, was wir tun können. Und da möchte ich mal den einen guten Hinweis, den Harald gegeben hat, aufnehmen. Wir verfügen über wirklich gute Wissenschaft. Und wir sollten uns alle hier gegenseitig versprechen, dass wir das mal ernst nehmen. Ich habe diese Woche ein langes Gespräch mit Professor Taube geführt. Nun ist er nicht unumstritten, aber fachlich anerkannt. Und das, was mir ein Anliegen ist, wir haben die Energiewende gehabt und was wir jetzt dringend brauchen, ist eine Agrarwende. Und zwar eine vorurteilsfreie Agrarwende. Taube kann sehr gut belegen, dass die Maximalsteigerung von Erträgen in den letzten 20 Jahren zu keinem Erfolg geführt hat. Trotz starker Düngung, trotz starker Einbringung von N und P ist der Ertrag nicht gestiegen. Und das sollte uns dazu bringen, zu überlegen, ob diese Maximalsteigerung auf Dauer von Erfolg gekrönt ist. Hermann Färber hat das ganz gut beschrieben, was unseren Wirtschaftsstandort angeht. Wahr ist, dass wir in vielen Bereichen Exportweltmeister in Landwirtschaft sind. Wir sind der drittgrößte Exporteur von Lebensmitteln weltweit. Das heißt, wir räumen in Argentinien und Brasilien Regenwälder ab, pflanzen Soja an, produzieren, dann bringen das Soja nach uns hier rein und erzeugen zumindest, das kann ich für meinen Bereich, aus dem ich lebe und komme, wahrheitsgemäß sagen, Unmengen Gülle. Der Bereich Weser-Ems produziert 3 Millionen Tonnen Gülle, mehr als er selber verkraften kann. Und da müssen wir uns dem mal wirklich stellen. Und wenn wir uns dem stellen wollen, dann brauchen wir Agrarfördersysteme, und das ist hier heute mehrfach angesprochen worden, die dieser Forderung gerecht werden. Das heißt, wir müssen Maximalbewertungen und Maximalertragssteigerungen mal in der Korrelation setzen zu Nachhaltigkeit und einem Ökosystem. Und das müssen wir neu bewerten, und das kann man. Wenn man die Geldmittel dafür haben will, dann muss man tatsächlich die GAP umschichten. Und ich glaube, das ist eine der ganz großen Aufgaben, die wir haben. Nächste große Aufgabe, wir müssen einen Faktencheck machen. Und das, was Hermann eben angesprochen hat bei dem Nicht-Durchleiten-Lassen von Daten, ist wahr. Die deutschen Düngebehörden können aufgrund bestimmter Datenvorgaben die Daten, die sie erfassen bei der Aufnahme von Dünge, nicht an die Emissionsschutzbehörden weiterleiten. Was ist das für ein Irrsinn? Das heißt, die Behörden, die überwachen müssen, haben keinen Zugriff auf Daten, die vorhanden sind. Das Allerdollste ist, in Brüssel sind sie vorhanden. Und deswegen haben wir natürlich auch Schwierigkeiten mit unserer Düngeverordnung, weil man in Brüssel tatsächlich besser bewerten kann, was wir hier tun, als wir das hier selber können. Das heißt, der nächste Schwerpunkt neben der Veränderung in der GAP, Digitalisierung, Faktencheck und die Daten mal auf den Tisch bringen. Und wenn wir die Daten haben, können wir reagieren. Und dann müssen wir zusammen mit der Wissenschaft dafür sorgen,
dass wir einen Teil des Verlustes, den wir bis jetzt erlitten haben, wieder gerade biegen. Und das ist meine große Anforderung an dieses Parlament. Nutzen wir die hervorragende deutsche Wissenschaft, nutzen wir die Kreativität der Landwirtschaft und bringen wir sie nicht weiter in Abhängigkeit von der Agrarindustrie und dem unseligen Einfluss des Deutschen Bauernverbandes. Und dazu wünsche ich Ihnen allen Glück. Rainer Spiering war das für die SPD-Fraktion. Und in dieser Aktuellen Stunde haben wir jetzt noch eine Rednerin. Das ist die Abgeordnete Sibylle Benning für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Auf dem Weg zum Reichstag prangt am BPA derzeit ein großes Plakat mit dem Aufruf »Jetzt Bienen füttern«. Das macht aufmerksam. Ich bin Imkerin und mit einer Freundin betreue ich gemeinsam 6 Bienenvölker. Und mit diesem Hobby kann ich in Gesprächen ganz anschaulich zeigen, was Natur für uns Menschen leistet. Wir können Honig essen, Bienenwachskerzen herstellen. Und als Wildbestäuber sind Bienen für eine ertragreiche Landwirtschaft ein unschätzbarer Faktor. Und es gibt noch viel mehr Leistungen, die die Natur und Ökosysteme erbringen. Um nur ein paar zu nennen, sind die Luftqualität, sauberes Wasser. Das alles wird in Ökosystemen reguliert. Wir gewinnen Energie, Arzneien und Baumaterialien aus der Natur. Und selbstverständlich bringt uns eine intakte Natur Lebensqualität, Erfahrungen mit der Natur, die unserer Seele guttun. Und das kann man monetär gar nicht ausdrücken. Wenn aber Pflanzenarten, kleinste Bodenorganismen, Insekten, Säugetiere aussterben, Korallen und Algen sterben, dann ist die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme beeinträchtigt. Sie verändern sich und die Leistungen sinken. Das hat gravierende Folgen, und dem müssen wir endlich mehr Aufmerksamkeit widmen und auch handeln. Aufmerksamkeit ist in der Politik ein wichtiges und zugleich knappes Gut. Die Konferenz von Paris und der Bericht des IPBS schaffen die Aufmerksamkeit für das Thema Artenvielfalt. Ein Thema, das mit vielen anderen konkurriert, sowohl in der Öffentlichkeit wie auch im politischen Prozess. Zum Beispiel mit dem Thema Klimaschutz, wobei der Klimawandel als eine der Ursachen für das Artensterben bekannt ist. Wir müssen diese beiden globalen Probleme in ihrem engen Zusammenhang betrachten. Und der politische Rahmen dafür liegt in den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung, den sogenannten SDGs der Vereinten Nationen. Ökosystemleistungen unterstützen die Erreichung der SDGs direkt und indirekt. Direkt bei den Zielen zu sauberem Wasser, zum Leben in Gewässern, zu den Zielen zu sauberem Wasser, an Land, zum Leben an Land und auch zum Klimaschutz. Und indirekt können Ökosystemleistungen aber zum Beispiel auch zu den Zielen Beendigung von Hunger und Armut und Verbesserung von Gesundheit und Wohlergehen beitragen. Wir haben jetzt mit dem am Montag vorgestellten Bericht erstmals für 132 Mitgliedstaaten des Weltbiodiversitätsrats eine gemeinsame wissenschaftliche Grundlage über den Zustand der Artenvielfalt und der Ökosysteme. Und so unterschiedliche Staaten wie die USA, China, Peru und Simbabwe haben anerkannt, was direkte und indirekte Ursachen für den Verlust von Biodiversität sind. Die Aufmerksamkeit ist da. Dieses Momentum müssen wir nutzen. Aus meiner Sicht geht es darum, alle gemeinsamen Lösungen für den Artenschutz und den Klimaschutz zu arbeiten. Und ich meine damit uns selbst, die Politik und die Verbraucher, aber auch die Wirtschaft und Landwirtschaft als ein Teil davon. Die Wissenschaft hilft dabei. Sie zeigt Optionen für die Politik, aber auch für die ganze Gesellschaft auf. Zum Beispiel gibt dieser Bericht Hinweise, dass wir uns bei der Landnutzung von der hergebrachten Vorstellung verabschieden müssen, auf der einen Fläche wirtschaften und auf der anderen Fläche Umweltschutz. Damit allein konnten wir das Artensterben nicht aufhalten. Wir müssen also die Biodiversität viel stärker auf allen, wie auch immer, genutzten Flächen schützen. Dazu gehört für mich unbedingt der Ausbau von Grün in den Städten. Wir brauchen viel mehr naturnahe, artenreiche Grünflächen, begrünte Fassaden und Dächer. Sie senken die Temperaturen in bebauter Umgebung, können Starkregen aufnehmen und sie sind kostengünstige, nachhaltig wirksame Lösungen, die die Biodiversität auch erhöhen. Und darum setze ich mich, danke, darum setze ich mich intensiv für einen Masterplan für das Weißbuch Grün in der Stadt ein, in dem unser Programm Zukunft statt Grün einen festen Platz haben muss. Die Grundlage für alle Artenschutzprogramme ist, die Arten und Organismen zu kennen. Das ist die Aufgabe der Taxonomie, einem Teilgebiet der Biologie. Das haben wir in der letzten Legislaturperiode gemeinsam
in einem Antrag gefördert. Und dabei bleiben wir natürlich nicht stehen. Das BMBF hat im Februar diesen Jahres eine neue Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt gestartet und damit auch einen Beitrag zur nationalen Biodiversitätsstrategie geleistet. Dafür stellt das Forschungsministerium 200 Millionen Euro bereit. Und der Ansatz dabei ist sektorübergreifend. Es wird eine Dialogplattform Artenvielfalt eingerichtet, die sowohl die Schnittstelle für die verschiedenen Ressorts als auch zu Gesellschaft und Wirtschaft sein soll. Ich finde das genau richtig, damit Handlungsoptionen breit Akzeptanz finden und dann auch schnell bei politischen Entscheidern sind und umgesetzt werden können. Es hilft doch nicht, wenn wir anfangen, einzelnen Gruppen eine Schuld am Artensterben und Klimawandel zuzuweisen. In unserer Gesellschaft sind alle gefordert, wenn wir unsere Wirtschaftsweise und unser Verhalten so verändern wollen, dass wir nachhaltig mit Ressourcen und auch schonend mit der Umwelt umgehen. Es betrifft uns alle als Verbraucher jeglicher Konsumgüter. Es betrifft uns als Autofahrer, als Flugreisende, eben Menschen, die mobil sein wollen. Es betrifft alle. Alles ist mit allen verknüpft. Wir brauchen international verbindliche Handlungsstrategien, und die transparent vergleichbar sind und kontrollierbare Ziele im Artenschutz festlegen. So schaffen wir auch vergleichbare Wettbewerbsbedingungen. Und so kann man nichts tun, eben nicht mit dem Argument beschönigen, Artenschutz sei ein Wettbewerbshindernis. Wenn wir ehrlich sind, sichert doch die Biodiversität die Grundlage für den Wettbewerb. Ich finde, wir müssen die politischen Rahmenbedingungen schaffen, um Kollegin es allen leichter Benning, zu machen, Sie bitte zum unser Leben nachhaltig zu gestalten. Wir finden nur dann Akzeptanz dafür, wenn wir als Politik nicht immer auch den Verzicht abverlangen, sondern wir müssen Lösungen anbieten, die einen Wandel in unserem Verhalten vereinfachen. Kollegin und Benning, Sie müssen bitte jetzt den Schlusspunkt setzen. Ganz genau. Ich bin der Meinung, dass Sie auch alle verstanden haben, was ich meine. Und ich wünsche, dass Sie in dem Sinne auch handeln, dass Sie unsere Politik dann darin auch unterstützen. Und jetzt, ich weiß, dass sich der Einsatz dafür lohnt. Ich wünsche Ihnen auch allen jetzt ein schönes Wochenende. Und nehmen Sie die Natur doch einfach mal sehr bewusst wahr. Und wir handeln dann danach. Dankeschön. Ja, das gäbe noch viel zu sagen zu dem Thema. Und hier die abschließenden Worte von Sibylle Benning, die werden hier wohl gehört. Jetzt gibt es aber noch die Verabschiedung von Petra Pau. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch, den 15. Mai 2019, 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen bis dahin, bis zum 15. Mai, alles Gute.